Okay. Ja, also der zweite Teil der Veranstaltung, der Open Call. Ich hatte vorher schon so zwei Sätze gesagt. Das ist ein Format, das wir öfters bei geschlossenen Veranstaltungen der Stiftung machen. Woanders auch, klar. Er hat sich als erfolgreich herausgestellt, einfach als so eine Art verdichtete Informationsübermittlung, die einfach mal so anreißt, um was es jedem Einzelnen, jeder Einzelnen geht, mit dem spezifischen Projekt, das Sie vorstellen wollen. Und das Ganze dient natürlich so dem Anfang eines Gesprächs, das wir dann gleich draußen unten fortsetzen können. Ich sehe, dass alle 10 Präsentierenden da sind, die sind hier vorne. Und das Format ist ganz einfach. Ich rufe einfach nur auf und dann wird der oder diejenige nach vorne gehen, haben 3 Minuten. Dazu spielt Jeremy hinten die jeweilige Medieneinspielung ein. Und wenn mal was hakt, bitte ich um Verständnis, dann fangen wir einfach nochmal an oder so. Also das ist leger, da bitte ich drum. Ja, und wenn dann die 3 Minuten vorbei sind, dann klingel ich ganz zart, was aber nur heißt zu eurem und ihrem Verständnis, dass man den Gedanken natürlich noch ganz entspannt zu Ende bringen kann. Das ist nur so ein Zeichen. Denn, ne, 10, das wird auch, wenn wir eine schöne, gute halbe Stunde miteinander verbringen und die versuchen wir so dicht zu kriegen wie möglich. So. Und das war's schon. Meine 3 Minuten. Na, so. Genau. Und zuerst bitte ich, und jetzt ist es, wo ist sie? Ja, ich hab's eigentlich, hätte ich es mir merken sollen. Stefanie Heiner vom Staatstheater Karlsruhe nach vorn. Stefanie, bitte. Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Heiner. Ich bin die Leiterin vom Volkstheater der Sparte am Staatstheater Karlsruhe. Das ist die partizipative Sparte und ich stelle die Produktion Casino Global vor, die wir in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Lajos Talamonti in dieser Spielzeit entwickelt haben. Die hat im Oktober Premiere und wir haben uns gefragt, eben, wie kann man dieses Thema auf die Bühne bringen, und da wir eben ja, die partizipative Sparte sind und mit Bürgern in der Stadt arbeiten, war für uns klar, wir wollen weniger darüber einfach nur auf der Bühne erzählen, sondern wir wollen gerne mit Menschen gemeinsam ins Gespräch kommen und haben uns deswegen für ein interaktives Format entschieden und haben eben gemeinsam mit BürgerInnen dieses interaktive Spielesetting entwickelt. Und das Ganze funktioniert so, der Name sagt es, das Stück heißt Casino Global, dass wir die Zuschauenden in eine Art Casino-Setting einladen, indem sie aufgefordert sind, ihren eigenen Klimaverbrauch am Anfang anhand eines Fragebogens einzuschätzen. Im Hintergrund läuft jetzt einfach der Trailer, wo man ein paar Bildeindrücke bekommt. Und dieser Verbrauch wird den Zuschauenden in Hand von grünen Chips ausgezahlt an der Bank. Und es gilt gemeinsam sozusagen den Verbrauch, den sie am Anfang haben, runterzuspielen und das Gradziel von 1,8 Grad zu erreichen. Das heißt, das Klimaziel ist sozusagen gesetzt und es gibt verschiedene Spiele, in denen das Ganze dann sozusagen runtergespielt werden kann. Und je mehr Chips man hat, umso mehr Möglichkeiten hat man auch sozusagen das Ziel zu erreichen. Das ist die Analogie, die wir sozusagen geschaffen haben. Mehr Chips bedeuten mehr Einfluss, auch etwas zu verändern. Und es gibt verschiedene Spielformate, die von klassischen Casino-Spielen reichen, bis auch in wirklich zu interaktiven Formaten wie einem Klimagipfel, wo man etwas gemeinsam für den ganzen Abend sozusagen entscheiden kann. Und dann am Ende geht es darum, in einer Zwischenbilanz zu sehen, wer hat wie performt, wer hat wie gespielt, wie viele Chips sind im Einsatz und schaffen sie es gemeinsam, das Ziel zu erreichen. Tatsächlich hatten wir es erst einmal, dass sie es geschafft haben, 1,9 Grad sozusagen zu schaffen. Meistens liegen sie leider drüber, weil es gar nicht so einfach ist. Und auch das ist eine schöne Analogie zur Wirklichkeit, die wir schaffen, ohne eben so pädagogisch den Zeigefinger zu erheben. Einfach, dass die Leute sich schnell auch verzocken. Man verspielt sich, man tut etwas und verpasst die Zeit, vielleicht doch rechtzeitig was zu ändern. Am Ende weiß man nicht, ob das, was man tut, wirklich den Effekt hat, weil es wirklich sehr undurchsichtig und nicht so einfach ist. Man kann in verschiedene Maßnahmen investieren. Es gibt den eigenen Verbrauch, den man begrünen kann, oder internationale Maßnahmen, wo man etwas machen kann. Und was welchen Effekt hat, zeigt sich eben erst am Ende. Und dann wird sozusagen am Ende abgerechnet. Und entweder man hat clever gespielt und investiert und hat was Richtiges getan, oder man hat vielleicht das Spielziel verfehlt, weil man sich zwischendrin verzockt oder verkalkuliert hat. Genau, dazu laden wir die Zuschauenden ein und es ist ein sehr schöner Abend, wo eben wirklich viel Austausch und Gespräch auch am Ende und auch in den Spielen an den Tischen einfach noch stattfindet. Ja, soweit. Wow, perfekt. Ja, vielen Dank, Stefanie. Merci. Und jetzt bitte ich nach vorn Felix Meyer Christian von der Costa Company.
everything is based on oil. But there is a growing awareness of the environmental impact, and that's going to be more and more highlighted for each generation, the future generations, as far as I believe. But the question is, when do we really realize how dependent we have been or is actually on these resources? Because, like I said, everyone is funded by oil money. It's like a call of duty, really. Building on fire, people are dead, army clothes in the street, cars on fire, everything. You don't know, it's like an imagination. Crowd in the street, people are running, shouting, you don't know what happens, like a doom day. In Norway, as you said, the oil became the Norway's wealth. But here, I think it will be a very different thing for us. We have suffered from all of these genocide campaigns, all of these war and violence because we have got oil here. They want us to be Arab. They want us to be Turks, to be Persian, not Kurdish, because they want to get our oil. This is many years they say we will stop, but they will never stop it. This is business. This is how is life going on. Like the so-called refugee crisis that has hit Europe is, I don't think it's nothing compared to what it's going to be when like climate change hits the globe real time. There's going to be like millions and millions of people who just need to leave their homes because they can't live there anymore. Hallo, guten Abend, ich bin Felix von der Costa Company. Genau, ich habe noch eine Minute, ich versuche es zusammenzufassen. Also genau, wir haben eine starke medienbasierte Reihe gemacht, Empire of Oil, und die bestand aus einem 360-Grad-Film. Gerade haben wir den VR-Trailer gesehen. Wenn ihr den zweiten Teaser ohne Ton spielen könntet, wäre es super, dann sieht man ein bisschen was von der Arbeit. Genau, also das erste war ein 360-Grad-Film, wo man halt eben durch diese beiden Teile gereist ist. Durch diese beiden Länder, Norwegen und Irak. Das zweite war dann eine Lecture-Performance in auch einer 360-Grad-Bühne, die schon so nett angekündigt wurde von Tobias. Das dritte war dann eine choreografische Arbeit, eine tänzerische Arbeit. Und dann konnte man noch mit VR-Glasses sozusagen einmal vom Bühnenraum durch die Leinwand hindurch, wo gerade auch der syrische, kurdische Musiker gekommen ist, reisen nach Mosul, zurück nach Stavanger, nach Erbil und so weiter und so fort. Das entstand dadurch, dass 2017 dieser Antrag geschrieben wurde und der Gedanke war, ich hatte 10 Jahre vorher eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Klimawandel und Katastrophenvorsorge, und der Klimawandel sollte quasi der Fokus sein, und parallel fand die sogenannte Flüchtlingskrise statt, und die Erkenntnis war, dass der Kern Öl in beiden Fällen einfach so stark gegeben war, also dass dann halt der Wunsch entstand, mit den Menschen zu reden, die für uns das Öl aus dem Boden holen, eben mit diesen beiden starken Antipoden Norwegen und Irak. Die Zeit ist um. Im Hintergrund sieht man aber noch so ein bisschen eben zunächst von dem Film, hier von der Lecture-Performance, die zu einer Gedankenreise wird, und wir bewegen uns so vom Dokumentarischen zum Wissenschaftlichen zum Abstrakten. Genau, und das Ziel war eigentlich halt eben diese Verbindung zu schaffen und das Thema noch komplexer zu machen in der kurzen Zeit. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt bitte ich nach vorne Patrick Szymanski vom Stadttheater Gießen. Ich grüße herzlich das Stadttheater Gießen. Also zunächst mal, ich bin Gast am Stadttheater Gießen und gerne Gast da und habe in den letzten Jahren diverse spartenübergreifende Projekte geleitet. Ich bin Regisseur und Komponist und Musiker, und die Idee ist jetzt unter dem Dach des Titels Eigentum verpflichtet, Eigentum vernichtet, ein spartenübergreifendes Großprojekt tatsächlich zu starten, was mehrere kleine Formate und ein großes Format beinhaltet. Und
wie ihr seht hier, alle Sparten, alle Abteilungen, Gewerke werden beteiligt sein, auch über ihre eigentlichen Tätigkeiten hinaus aktiv. Dazu, da laufen jetzt auch schon Gespräche mit Fridays for Future, Students for Future, Scientists for Future und diverse NGOs, Umweltverbände. Dazu Expertinnen als Vortragende und begleitende Workshops und so weiter. Vielleicht die nächste Folie. Ja, die Zielgruppen innerhalb und außerhalb des Theaters, zunächst nach gruppengetrennte Durchführung von Workshops und so weiter. Wir arbeiten mit Modulen, wir arbeiten im Kollektiv, wir versuchen das Ganze auch mittels agiler Projektmanagement-Methoden auf die Beine zu stellen. Und können wir direkt weitermachen. Nächste Folie. Ja, dann werden die Terminklasse erstellt und so weiter. Das sind jetzt alles natürlich organisatorische Dinge. Alle die sind ein bisschen tatsächlich auch gespeist aus den Ideen des agilen Projektmanagements in der Softwarebranche. Ich habe damit auch in freien Projekten sehr gute Erfahrungen gemacht. Es geht ja auch hier um die große Transformation, ist natürlich auch eine kulturelle Metamorphose. Es geht weg vom Ego zum Kollektiv. Wir brauchen ein gemeinsames, das wurde vorhin ja auch angesprochen. Darum geht es hier natürlich ganz massiv. Nächste Folie bitte. Ja, Recherchebüro wird arbeiten, auch dann tatsächlich überregional vernetzt, auch die Fridays for Future Gruppen, wir haben Kontakte da geknüpft. Wir werden das dann digital machen und natürlich ohne Fliegen und sonst wie Geschichten versuchen zu bewerkstelligen und da natürlich immer auf das Aktuelle auch reagieren, das alles mit einbringen in den Prozess der Arbeit. Weiter bitte. Ja, dann gibt es das Modul 1, das ist das, was dann auf den künstlerischen Abend rausläuft. Das sind Mindestanzahlen von Leuten, die mitmachen werden. Das wird nächste Woche geklärt, wie viele Schauspieler und sonst wie dann dabei sind. Modul 1, das ist etwas, was mich ganz arg interessiert, dass wir gucken in alten Texten, dass wir gucken in weltweiten Texten, dass wir Poetiken finden, dass wir Poesie finden, dass wir Gedichte finden, dass wir Literatur finden, die weniger egozentriert ist und die natürlich ein viel interessanteres und für uns auch wirklich vielleicht neu zu überdenkendes Mensch-Natur-Mensch-Umwelt-Verhältnis darstellt. Weiter. Ja, das nächste Modul, Zukunftsmusik, hier machen wir Musik und zwar mit den Kids zusammen, auch mit Jugendclub und Schülerinnen und Schülern, auch aus Stadtteilzentren. Auch hier wird kollektiv komponiert, wir werden eine Partitur erstellen, neue Musik anhand von grafischer Partitur. Das Ganze wird dann im Aufführungsfall tatsächlich mit Profis vom Theater, Musikerinnen und Musiker, aber auch Gästen, Musikerinnen und Musiker realisiert. Es geht weiter, nächstes Ding. Ja, und da sind wir schon am Ende. Ja. Modul 3 und 4 ist im Grunde genommen der Theaterabend, auf den es dann rauslaufen wird. Und wir haben hier die Utopie, wie könnte unsere Gesellschaft aussehen, falls es uns gelingen sollte, den dringend notwendigen Wandel, die große Transformation zu gestalten. Die Dystopie, wir machen da quasi einen Splitscreen und gucken, was daraus wird. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, und jetzt bitte ich Mareike Mikert vom Theater Ingolstadt nach vorne. Ja, hallo. Ich möchte gerne vorstellen, unser Projekt, der Futurologische Kongress, was schon jetzt in der kommenden Spielzeit in der dritten Auflage stattfinden wird. Wir haben uns also unter dem Titel der Futurologische Kongress überlegt, wie können wir uns mit der Zukunft grundsätzlich auseinandersetzen und jetzt gerade den wir jetzt vorbereiten, wird sich dann mit dem Thema, was kommt nach der Digitalisierung befassen. Es geht darum, dass die Menschen ein Erlebnis haben. In der Nähe von Ingolstadt gibt es das sogenannte das Altmühltal, da findet man Fundstücke der Menschheitsgeschichte und der Erdentwicklung. Unter anderem ist dort eben ein Teenager T-Rex ausgegraben worden und man kann dort in den Dinosaurierpark gehen und kann sozusagen Erdgeschichte hautnah erleben. Dort werden wir die Zuschauer mit einer Zugfahrt hinfahren, werden sie auf dieser Zugfahrt natürlich mit Installationen und theatralen Momenten konfrontieren, mit Texten und werden sie faktisch ihre Naturverbundenheit wieder suchen lassen. Es geht ein bisschen darum, wie finden wir zurück, wenn das ganze Digitale und Smartphone-Gestreichel vorbei ist, was streicheln wir dann? Ja, das versuchen wir sinnlich erlebnis, zum Beispiel auch unter anderem mit diesem Text von Donna Haraway, über den wir jetzt auch schon was gehört haben, der wird dann dort performt. Es ist natürlich auch ein sehr komplexes Format. Ich habe Bilder mitgebracht vom letzten Jahr. Da gibt es dann ein Festivalzentrum, ja, am Theater, wo sich die Leute austauschen können. Das soll im nächsten Jahr eine Jurte sein, eben auch zurück zur Naturverbundenheit, zurück zum Volk, was naturverbunden ist. Ja, vielleicht einfach mal durchklicken. Dann
Dankeschön. Dann war jetzt im letzten Jahr Zukunft, Schule, Bildung, ja, einfach mal weitermachen bitte. Das ist, da war, haben wir dann zum Beispiel mal den eingeladen, der diese tollen Klassik-an-5-Minuten-Videos macht, ja, um Jugendlichen zu zeigen. Eine Entsprechung dessen werden wir natürlich für das nächste Jahr auch vorbereiten. Da kann man dann sowas sehen, wie das funktioniert. In Verbindung mit den jungen Schultheatertagen haben wir da zukünftige Bildungsmodelle ausprobiert. Das versuchen wir jetzt eben für die kommende Spielzeit, für die Frage, was kommt danach, also auch performative Momente, Power-Vorträge natürlich, Impulsvorträge gibt es. Es gibt Diskussionsrunden, es gibt gleichzeitig eine Ausstellung. Also wir befassen uns faktisch in ganz vielen Formaten im Rahmen eines Kongresses unter dem Titel der Futurologische Kongress mit der Zukunft nach der Technik eigentlich. Super. So. Ich habe Zeit gespart. Danke, Mareike. Und jetzt bitte ich nach vorne Eva Hintermeier vom Ballhaus Ost. Hallo, das Projekt, das ich vorstellen möchte, verhandelt etwas, das mit dem Themenkomplex der Klimakrise unmittelbar zu tun hat, nämlich der Dualismus zwischen Natur und Kultur. Der Arbeitstitel des Projektes ist The Garden und wenn die Finanzierung klappt, dann werde ich das nächstes Jahr am Ballhaus Ost produzieren. Also ich bin nicht direkt vom Haus, aber ja, genau, Co-Produktion. Ja, es handelt sich um eine bespielte Videoinstallation, die sich mit Darstellungen von Natur beschäftigt, die diese als Gegenwelt zur menschlichen Zivilisation entwirft und auch entwirft als sinnstiftenden und authentischen Sehnsuchtsort. Ja, dieses Konzept der unberührten reinen Wildnis findet sich in verschiedenen audiovisuellen Formaten, wie zum Beispiel Werbeclips von Outdoor-Ausstattern oder Ähnlichem. Es findet sich vor allem aber auch in zahlreichen Naturdokumentationen, wie sie in vielen Mediatheken zu finden sind. Und in The Garden möchte ich untersuchen, wie diese Gegenwelt Natur erzählt wird, welcher Bilderkanon dabei zum Einsatz kommt und mit welchen Worten diese Natur beschrieben wird. Diese Narrationsmuster sollen auf die Bühne übertragen und dort reenacted werden. Es entsteht eine Live-Naturdokumentation. Es werden dabei mehrere Leinwände gespielt. Es wird Guckkästen geben, in denen Miniaturdioramen entstehen. Und als Performerin werde ich mich nach der Art des Tableau Vivant in das Geschehen oder die Bilder einfügen und darin agieren. Die Vorlagen der Naturdokumentation sollen nicht nur eins zu eins imitiert werden, sondern natürlich auch verändert und gebrochen und aufgelöst werden. Und das ist so geplant, dass das zentral durch Versuchsaufbauten geschieht, in denen ich versuche, mich nichtmenschlichen Lebewesen als Co-Performenden anzunähern. Also damit sind gemeint zum Beispiel Pflanzen, Tiere oder auch oder also nichtmenschliche Tiere und Pilze und dergleichen. Und zu versuchen, denen als Co-Performenden zu begegnen und auch als Impulsgebenden für das Bühnengeschehen. Wie kann deren performative Agency gezeigt oder vielleicht auch nur behauptet werden? Und wie können sie in das Bühnengeschehen bestimmend mit eingebunden werden? Es soll also ein Raum entstehen, der die Widersprüchlichkeiten und Unschärfen des Naturkulturdualismus und des Konzeptes der reinen Wildnis performativ und ästhetisch auslotet. Vielen Dank, Eva Hintermeier. Genau. Und jetzt bitte ich Sira Möller nach vorn vom Theaterkollektiv Edgar und Allen. Kannst du es einmal noch kurz anhalten? Danke. Also genau, ich bin Sira Möller vom Theaterkollektiv Edgar und Allen aus Hildesheim. Und durch Zufall haben wir ein Video, was genau 3 Minuten lang ist, was wir aber in anderem Zusammenhang produziert haben, auch eher für ein theaterfremdes Publikum. Und das spielen wir jetzt einfach mal ab. Ich bin Jonas. Ich bin Winnie. Und ich bin Sira. Gemeinsam sind wir Edgar und Ellen und wir haben eine Produktion gemacht über den Klimawandel. Ein performatives Einfühllabor sozusagen. Und das heißt, Milo, ich habe mich in die Sahara gebiegt. Thank you.
den gängigen medialen Kanälen, nämlich nicht durch abstrakte Daten oder klischierte Bilder, sondern wir versuchen ihn wahrnehmbar zu machen für das Publikum und fühlbar im Theaterraum in unserem Einfühllabor. Wir haben nämlich die Naturmaterialien zu unseren Protagonisten gemacht und haben sie auf die Bühne geholt. Unsere theatrale Reise durch Atmosphären und durch den Klimawandel beginnen wir im heimischen Wald. Diesen Wald, symbolisiert durch Erde, können wir sehen und riechen, wir können ihn aber auch fühlen. Dann geht unsere Reise weiter in die Sahara. Dort arbeiten wir mit dem Naturmaterial Sand. Und dieser Sand weht dann bei uns im Theaterstück über die Bühne. Unsere Reise geht weiter in die Gebirge. Da zeigen wir zum Beispiel eine Mure, eine Schlammlawine, die durch die gesamte Bühne rollt. Irgendwann landen wir dann auch bei dem Naturmaterial Eis, was die Pole darstellen soll. Und das sieht man eben auf der Bühne, wie es schmilzt und kann es aber auch spüren. Im Anschluss daran spielt natürlich auch Wasser bei uns eine große Rolle. Das Wasser, mit dem wir die Bühne fluten und das Publikum in genau die Bedrängnis bringen, die letztendlich auch global zu spüren ist. So holen wir die Metamorphosen, die quasi an den Orten und in den Elementen global stattfinden, in unseren Theaterraum und versetzen die Elemente in Bewegung und mit ihnen auch das Publikum. Genau, das war das Video. Mittlerweile ist die Produktion 1,5 Jahre alt und wir haben die jetzt auch noch einmal übersetzt auf Englisch. Das war's. Dankeschön, Sira Möller. Jetzt bitte ich Philipp Gregor Grüneberg nach vorn vom Performance-Kollektiv Treibkraft Theater. Moin, ich lese ab, ich bin viel zu aufgeregt. Also, genau, wir sind gerade in der Fördermittelakquise für ein Projekt zur Klimakrise und darin geht es um Folgendes. Kann die darstellende Kunst einen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten? Dieser Frage sind wir in einem mehrmonatigen Rechercheprozess durch Gespräche mit KlimaforscherInnen sowie KlimaaktivistInnen nachgegangen und haben über bestehende Lektüre bis zur Feldforschung einen künstlerischen Ansatz entwickelt. Das Projekt Denkraum der Utopien, eine Performance der Wissenschaften, ist eine interdisziplinäre Performance. Auf Basis der Forderungen der Fridays for Future-Bewegung werden in Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen Handlungskonzepte zur Einhaltung der 1,5 Grad Celsius maximalen Erderwärmung entwickelt. Diese Konzepte werden in einem interaktiven Prozess mit dem Publikum auf ihre gesellschaftliche Tragfähigkeit hin überprüft. Den künstlerischen Rahmen bilden dabei einen Bühnenraum im Format eines sogenannten War Room, theatrale Gaming-Formate, Visual Art sowie ein synthetischer Klangteppich in Anlehnung an die Katastrophenfilme der 60er und 70er Jahre. Einmal bitte weiterklicken. Inspiration für den Bühnenraum bildet der sogenannte War Room aus dem Film Dr. Strangelove von Stanley Kubrick. Die Handlung des Films beruht auf der Hypothese eines drohenden Atomkriegs und dem damit einhergehenden Ende der Menschheit sowie dem Versuch, diesen aufzuhalten. Hierfür kamen Menschen aus der Wissenschaft, Militär und der Politik in dem War Room zusammen. Äquivalent steht hierfür die bereits einsetzende Klima- und Umweltkatastrophe und das nahende Erreichen der sogenannten Tipping Points. Entsprechend kommen bei uns die Projektbeteiligten an einem runden Tisch in unserem Denkraum der Utopien zusammen und erarbeiten Strategien, um das nahende Überschreiten der kritischen 1,5 Grad Erderwärmung zu verhindern. Der Klimawandel wird für das Publikum unmittelbar erfahrbar. Es betritt einen Bühnenraum, der nur durch abgeschmolzenes Wasser betreten werden kann und der durch das Erstrahlen der Scheinwerfer zu einem aufgeheizten Treibhaus wird. Wir werden mit Elementen des Videomapping arbeiten und den Bühnenraum auf diese Weise mit Projektionen unter anderem in unterschiedliche Ökosysteme verwandeln können, so wie beispielsweise Ozeane, Korallenriffe, das Meereis oder die Urwälder etc. Auf Projektionsflächen können beispielsweise Animationen, grafische Darstellungen sowie Live-Schaltungen zu Menschen in bereits stark betroffenen Erdregionen dargestellt werden. Dann bitte einmal weiterklicken. Jetzt kommt so ein bisschen... Wir sind nämlich immer noch auf der Suche nach Kooperationspartnern und Co-Produktionspartnern. Bisher arbeiten wir zusammen mit Fridays for Future, den Scientists for Future, dem Zentrum für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung der Uni Münster sowie dem Eine Weltnetz in NRW. Wir suchen weitere Kooperationspartner wie wissenschaftliche Institute sowie Vertreterinnen aus Bereichen der Klimawissenschaften, Politikwissenschaften, Rechtswissenschaft, Wissenschaftskommunikation, Zukunftsforschung sowie Klimaaktivistinnen. Vielen Dank. Danke.
Dankeschön. Genau. Und jetzt bitte ich Maren Kreumann auf die Bühne mit dem Projekt Autobahn. Clara Kreumann, entschuldige bitte, Clara, tut mir leid. Sehr gut. Publikum drüben auf den Anhöhen, auf den Böschungen, sie sind nicht zu halten. Die Absperrmannschaften greifen Arm in Arm um diese gewaltigen Drucklasten, die von hinten herandrängen, in den nötigen Rahmen zurückdrängen. Und nun, als hätten wir den Monat April, strahlt wieder ein herrlicher blauer Himmel von oben herab. Und die eben noch so regenfeuchten Hüte und Mützen fangen wieder an zu dampfen. Denn wo bekanntlich viele Menschen zusammenstehen, entwickelt sich von selbst eine gewisse Wärme. Und das sieht man von hier oben ganz klar und deutlich in dem frischen, in dem saftigen Grün dieses jungen Wuchses, aber auch des alten Baumbestandes. Jetzt wird wieder Meldung gemacht. Der Führer, ach, das ist ja schön, er strahlt über das ganze Gesicht, denn dieses, sein eigenstes Werk ist er gekommen, heute einzuweihen. Er freut sich und jetzt sieht er nach Süden die wunderbare, weiße, blanke Reichsautobahnstraße herunter. Ja, gerade eben haben Sie Paul Laven gehört, einen Rundfunkpionier, der bei den deutschen Nationalsozialisten seinen Durchbruch gefeiert hat. Und er feiert den Bau der ersten Reichsautobahnstrecke von Frankfurt am Main nach Heidelberg 1933. Da wir uns gerade auf der Konferenz Klima trifft Theater befinden, fragen Sie sich vielleicht, was die Nationalsozialisten mit dem Klimawandel zu tun haben. Ich frage mich das auch. Und die Autobahnbeiträge der deutschen Faschisten eignen sich besonders gut dazu, sich diese Frage zu stellen. Der Beitrag, den Sie eben gerade gehört haben, ist eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt aus einer ganzen faschistischen Medienkampagne zur Reichsautobahn. Dieser hier, den Sie gerade eben gehört haben, hat mich aber als allererstes irritiert. Ich habe mich erinnert gefühlt an romantische Lyrik. Paul Laven spricht von der Wärme einer Menschenmenge und schwärmt vor allem von Naturerlebnis und greift einzelne Helden heraus. Für eine Reportage über die Autobahn hakt es doch irgendwie. Die Autobahn ermöglicht SUVs und allen anderen Autos einen Zugang ins Grüne, das stimmt. Aber sie ist auch die Infrastruktur, die eben dieses Grün zerstört. Ich kann mich auf der Autobahn dem Geschwindigkeitsrausch hingeben, es gibt ja kein Tempolimit. Aber ohne Tempolimit ist auch ein Limit im CO2-Austausch in Gefahr und damit auch wieder die Natur. Und ja, ich kann mich in einem Verkehrsstrom wie in einer Menschenmenge aufgehoben fühlen. Aber das ist auf der Autobahn nur möglich, weil ich dort Fußgänger, Fahrradfahrer und öffentliche Verkehrsmittel ausschließe. Die Nationalsozialisten konnten vielleicht den Klimawandel nicht voraussehen. Sie konnten aber eine Menge von Widersprüchen zur deutschen Autobahn in der suggestiven Wucht ihrer Hörfunkbeiträge aufheben. Wir fragen uns, warum diese Widersprüche erst 80 bis 90 Jahre später im öffentlichen Diskurs aufscheinen. Zusammen mit der Soundkünstlerin Maya Gutmann, die dort drüben sitzt, erstelle ich ein audiodramaturgisches Experiment. Wir erstellen ein neues auditives Autobahnnetz, das den Fixpunkt deutscher Faschismus um weitere Fixpunkte ergänzt. Wir führen Audio-Interviews mit Feministinnen, Autobahnsoziologinnen, Tankstellenwarten, Verkehrswendeaktivistinnen. Wir machen Ausflüge zu Autobahnraststätten, Autobahnkirchen, Unfallorten und halten diese Stimmungen in Field Recordings fest. Wir wollen herausfinden, was passiert, wenn wir das faschistische Hörfunkmaterial mit Stimmen und vor allem auch Stimmungen zur Autobahn aus der Gegenwart konfrontieren. In der Diskussionsrunde nachher würden wir gerne wissen, was für Möglichkeiten und Risiken als erstes in eure Köpfe kommen bei diesem Vorhaben und auch vielleicht besprechen, wie man diesen Audiotext im Musiktheater weiter bearbeiten könnte. Danke. Dankeschön. Und als Vorletzte bitte ich Carola Marsch vom Theater an der Parkaue nach vorne. Ja, guten Abend. Ich nehme das gerne einfach als Diaschleife. Ob das jetzt hinhaut oder nicht, das macht nichts, kann einfach durchlaufen.
Romantische Lyrik ist ein gutes Stichwort für mich. Wir haben bei uns am Haus ein Format entwickelt über die Jahre, das es jetzt nicht mehr gibt, die Winterakademie, aber da hat es eine methodische Arbeitsweise gegeben, auf die wir immer wieder zurückgegriffen haben und auch jetzt für unser neues Vorhaben. Nämlich haben wir in dem Projekt von Kindern, Künstlern und Künstlerinnen und Jugendlichen immer auch Experten dabei gehabt für die Themen, die wir jeweils brauchten. Und als wir dann 2011 die 6. Winterakademie zum Klimawandel unter dem Titel Sagen wir Berlin liegt am Meer gemacht haben, haben wir mit Experten und Wissenschaftlern vom Klimafolgenforschungsinstitut in Potsdam zusammengearbeitet. Jetzt haben wir vor, unter dem Titel We for Future eine Produktion mit Jugendlichen zu machen. Wir sind jetzt genau in den Anfangszeiten und wir werden uns dieser Methode wieder benutzen. Wir werden sie wieder benutzen und die Jugendlichen mit Expertinnen und Experten aus den Gebieten, die wir dafür brauchen, zusammenbringen. Jetzt noch muss die romantische Lyrik wieder rein. Wir wollen neben dem, was ist mit dem Klimawandel heute, wo geht es hin, wo stehen wir, wollen wir dorthin zurückkehren, zu dem Zeitpunkt, der möglicherweise ein Ausgangspunkt der roten Linie nach oben, die wir vorhin auf der Folie gesehen haben, ist, nämlich da, wo die globale Erwärmung ihren Anfang nimmt, nämlich in die Zeit des Frühkapitalismus. Und wir wollen uns die Literatur aus dieser Zeit angucken, die Romantiker, die angefangen haben, den Wald zu besingen, als er abgeholzt wird, weil die ersten Fabriken gebaut werden. Und wir wollen gucken, wie tauglich ist Othela, Weidohöhen und so weiter, wenn in Brandenburg rings um unsere Stadt hier herum die Wälder in Flammen stehen. Also das interessiert uns in diesem Zusammenspiel zwischen, müssen wir das Erbe wegschmeißen oder wie gehen wir dann damit um, also dieses literarische Erbe. Und bevor wir da aber hinkommen, das wissen die Jugendlichen auch noch gar nicht, dass wir das vorhaben, in so einen Bogen zu bringen, vielleicht machen wir das auch nicht, das ist unsere Ausgangsidee, werden sie aber jetzt auf Expertinnen und Experten treffen, um zu gucken, wie hoch ist unsere Vermüllung. Müssen wir jetzt vielleicht das Thema mit dem Fleischkonsum wieder streichen nach heute Abend, weil das dann doch ja gar nicht so wichtig ist. Und wie sind aber so Energiesysteme, wie funktionieren die? Und das heißt, meine Aufgabe als Dramaturgin ist es, ganz viele Expertinnen und Experten zusammen zu rufen oder zu finden, zu organisieren, sie mit den Jugendlichen zusammenzubringen, um dann daraus das zu transformieren in unsere Inszenierung in Kunst. Also diese Art von interdisziplinärem Dialog, der interessiert mich persönlich immer und es finde ich eine gute Gelegenheit, das dann auch nochmal an eine romantische Lyrik mit anzubieten, zu binden. Mal gucken, was es wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Carola Marsch. Genau. Jetzt der letzte Beitrag in unserer Runde ist das Online-Theater live, Sören Hornung. Okay, hallo. Ich stehe hier stellvertretend für das Online-Theater.live, dem ersten Theater im Internet, für den, die es noch nicht gehört haben. Wir suchen nach Formen, die es ermöglichen, theatrale Momente im Internet stattfinden zu lassen. Darüber bespielen wir verschiedene Internetplattformen, die tagtäglich von Menschen weltweit besucht werden und nutzen dabei deren Erzählformen und interagieren mit diesen Erzählformen. Und was das genau bedeutet, das wird gleich deutlich, wenn ich das kommende Projekt erkläre, was übrigens zur Mitarbeit anregen soll. Dieser Beitrag soll hier einladen, wenn ihr Lust habt mitzumachen, kommt am Ende danach zu mir. Genau. Und zwar, unser nächstes Projekt ist die ClimArtCon. Gerne die nächste Folie. Bei der ClimArtCon werden wir Instagram bespielen. Instagram ist eine der meistbenutzten Plattformen des öffentlichen digitalen Lebens. Aktuell nutzen mehr als 1 Milliarde Menschen diese Plattform. Tagtäglich werden unzählige Inhalte zum Thema Lifestyle gepostet. Dabei sind Food, Fashion, Travel die Schlagwörter, also Hashtags, die auf Instagram am erfolgreichsten sind. Instagram ist aber nicht nur eine Darstellungsplattform, sondern ist über die Kommentar- und Hashtag-Funktion auch Kommunikations- und Organisationsplattform. Zur ClimArtCon wollen wir die Erzählform von Instagram nutzen und umdeuten. Anstatt Einzelpersonen eine Bühne zu generieren, soll dem Klimawandel eine Bühne gegeben werden.
Es gibt natürlich auf Instagram immer noch Beiträge, Unmass-Beiträge zum Klimawandel. Dabei werden aber verschiedene Motive so inflationär benutzt, dass sie an Wirkung verloren haben mittlerweile. Gerne die nächste Folie. Man denke zum Beispiel an den Eisbären auf der Scholle, der Sterbende, oder die Schreckensszenarien aus ferner Zukunft oder halt Diagramme. Und wir denken, dass das Erzählen der Apokalypse mittlerweile an Wirkkraft oder dass es auserzählt ist. Wir beobachten, dass es nur relativ wenig Motive gibt, die den Klimawandel und seine Folgen im Hier und Jetzt erfahrbar machen und zum Handeln anregen. Und deswegen wird das Online-Theater.live zum Zeitpunkt der bis jetzt noch angedachten Klimakonferenz vom 2. bis 13. Dezember die ClimateCon aufrufen. Unter dem Hashtag ClimateCon sollen Fotos, Videos, Live-Videos gepostet werden, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie der Klimawandel nachvollziehbar und erlebbar im Hier und Jetzt dargestellt werden kann. Wir suchen nach neuen künstlerischen Strategien und Auseinandersetzungen, die dem Klimawandel begegnen und ihn so übersetzen, dass sie lustvolle Handlungsimpulse geben. Das kann von konsumkritisch bis zu aktivistisch, kann die ganze Bandbreite sein. Zusätzlich wird Instagram dabei den Raum für eine digitale Versammlung bieten. Die ClimateCon soll in Form einer digitalen Convention verschiedene Künstlerinnen die Möglichkeit bieten, auch ihre Kunst natürlich auch auszustellen, aber mit einer enormen Reichweite. Genau, und außerdem auch Diskussionsraum für die Künstlerin unter sich sein. Unser Open Call läuft noch bis zum 4. November. Danach werden wir die eingereichten Ideen besprechen und dramaturgisch ein Konzept daraus erarbeiten. Wenn ihr Interesse habt, bei der ClimateCon dabei zu sein, dann schreibt uns, achso, nächste Folie, genau, dann schreibt uns an mail@onlinetheater.live. Oder kommt jetzt einfach zu mir, ich habe Sticker für all diejenigen, die dabei sein wollen. Da ist auch ein Link zu der Internetseite. Für all diejenigen, die nicht dabei sein wollen, die kriegen auch Sticker und können es dann verteilen. Genau, vielen Dank. Ja, Sören, vielen Dank auch für die Sticker. Super, Wahnsinn. Ich habe geschaut, 33 Minuten, 10 Vorstellungen, Rekordzeit. Also ich hoffe, da ist auch was hängen geblieben, was uns jetzt im dritten Teil begleiten wird. Dazu laden wir euch herzlich ein, unten in der Cafeteria. Gibt es dann noch ein bisschen Wein, was zu trinken und so weiter. Würde also freuen, wenn ihr noch ein bisschen hier bleibt. Kleine Sache in eigener Sache, ihr seht hier diese seltsame Fenster. Hier wird nicht umgebaut oder so oder renoviert. Wir machen ab dem 1. November bis zum 10. November anlässlich 1989 Mauerfall eine Projektion da draußen. Das heißt, wer dann die 10 Tage hier bei abends vorbeikommt, wird was sehen. Ich verrate noch nicht, kleiner Teaser ist bei uns auf der Website. Anyway, bleibt noch bei uns. Wir trinken jetzt noch ein bisschen was zusammen und möchte mich herzlich bei den Präsentatoren bedanken. Das war toll. Merci und wir sehen uns gleich. Applaus